So. So passt's. So, gucken wir mal. Dass man dann ein paar Sachen unterstellen gleich. Und dann sieht die ganze Geschichte gut aus. Haben wir zwei Hallen jetzt. Eine für die Traktoren, Autos, Fahrzeuge. Und eine für unsere Maschinen. Also ein Unterstand ja eher. Das ist gut. So, der will ja auch noch Geld, gell? Vielleicht vergisst das aber auch. So, was habe ich denn noch? Das Wasserfass. Das Wasserfass kann ich erstmal da stehen lassen. So, dann fahre ich noch ein bisschen, Stroh ab. Dann kläre ich gerade mal den Preis für die Gerste ab und vielleicht auch fürs Stroh.
Herr Neumann. Hallo. Hallo. Ich wollte gerade mal wissen, was Sie denn im Moment so für Gerste zahlen. Im Moment für Gerste? Falls Sie Gerste überhaupt brauchen. Wir nehmen alles an. 1000 pro Liter. 1000 und Stroh? Stroh. Was in der Tabelle? Dritte? Eine Tabelle? Wie Tabelle? Ach so, das mit dem Pfeil nach unten. Ach so. Glaube ich. Moment. Ja. Das letzte. Hundert? Bitte. 100 pro 1000 Liter. Haben Sie in der richtigen Spalte geschaut? Ja. Das Höchstgebot ist 143 Euro. Oder? Ja. Ja, schon. Aber Sie wissen schon, dass ich dann lieber dafür kaufe wie bei Ihnen. Könnte noch 120 machen. Nee, dann muss ich leider ablehnen. Okay. Moment, dann will ich gerade mal nochmal. Bei Gästen sind sie auch niedriger. Ja, wir müssen ja auch Geschäft machen. Sie machen genug Geschäfte. Ich habe gesehen, Sie haben einen neuen Drescher, oder nicht? Nee, das ist noch der alte. Ja? Wir haben keinen neuen. Okay, ich überlege mir das mit der Gäste. Okay. Ich melde mich dann nochmal. Jo. Tschüss. Alter, was sind das für Preise? Der macht mich ja pleite. Der muss doch einen besseren Preis anbieten wie der Hauptmarkt. Volker? Ja? Komm mal ins Geschäftliche. Jo. So, wir haben jetzt hier eine Halle, und zwar die Fahrzeughalle V3 für 15.000. Jo. Oder noch eine für 10.000. Jo. Wessex? Ja. Soll ich das von deren Konto das reparieren oder von deinem? Von meinem. Okay, dann mache ich das so. Halt Geld immer aufschreiben, wie gesagt, ne? Ja, mache ich. Okay. Ja. Jo, ciao. So, genau. 5000 kriegst du ja noch gut geschrieben. Dann krieg ich von dir nur 7000. Wenn du willst, können wir das direkt mit dem Stroh verrechnen. Ja, können wir machen. Okay. Dann fahre ich dir umsonst eine Ladung hoch. Ja, zwei. Genau. Okay, dauert aber noch ein bisschen. Ja, kein Stress. Gut, danke. Oh, kein Thema. So, dann müssen wir schnell wieder rüber. Dass der Ludwig hier abtanken kann. Ah, der ist. Oh, der fährt sogar die letzte Bahn. Das passt ja. Perfekt.
Okay. Bisschen über 20.000. Plus der Stroh, 7.000 Stroh. Hab ich da vielleicht verrechnet? Ne, ist eine Menge Stroh. Kann schon sein. Corona? Hallo Ludwig. Hallo, so, ich habe jetzt fertig. Jo, super, vielen Dank. Was bitte? Der Neumann soll mir die Rechnung schicken. Okay, passt. Das ist richtig hinaus. Jo, danke. Passt. Tschüss. Tschüss. Perfekt, ey. Hat es zum Glück noch hingehauen mit der Ernte. Hat ja schon ein bisschen Bammel, dass die drauf geht, dass sie kaputt geht. Da ist halt ein bisschen wenig der Preis, muss ich schon sagen. Also da muss ich mir was anderes überlegen. Da verkaufe ich dann, glaube ich, lieber an den Hafen oder so. Weil ich muss mal langsam schon gucken, dass ich wirklich Kohle ran schaffe. Dass ich mir auch mal einen neuen Traktor leisten kann oder sonst irgendwas. Bäume hier müssen noch weg. Zwischen den Feldern und ich brauche einen Pflug. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Ladung Stroh, die ich einfahre. Der mit seinem doofen Traktor hier, ey. Warum hat er den hier stehen lassen? Muss halt auch mal die Wolle loswerden. Wenn ich die Wolle loswerde, dann habe ich auch ein bisschen Kapital locker. Hallo? Hallo? Hans, bist du's? Nee, ich bin der von nebenan. Na klar bin ich Hans. Ah,
Brauche ich mal einen Kostenvoranschlag für einen Pflug oder einen Tiefenlocker? Du hast ja jetzt in Deutsch Akkustar, ne? Ja, aber ich glaube nur mit der kleinen Motorvariante. Ich guck mal gerade rein. Ich glaube, der war mit 143 PS. Nein, 107. Uff, dann wird es knapp. Und den Ford habe ich noch. Ja, also ich könnte dir den kleinsten Flug anbieten, der kostet 13.000. 2 Meter, braucht 180 PS, 12 auf meiner Arbeitsgeschwindigkeit. Was kosten das Motor-Upgrade beim Ding, beim Akkustar? Das kostet 9.400. Und dann hat er wie viel PS? So, auf das größte, 143. Und dann? Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Yo, hey, hallo. Ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, der ist halt gerade nicht da, ja? Was würde 9.400 und dann könntest du vielleicht den Omas hier nehmen. Das wird auch knapp. Tiefenlocker. Schau ich gerade. Sieht schon besser aus. Also würde ich dir auch empfehlen. 130 S, 4 Meter, 12 km Arbeitsgeschwindigkeit, 10.000. Ja, das hört sich doch gut an. Aber ich bräuchte halt auch einen Flug, mit dem ich kurz ein bisschen Feld erstellen kann. Da kann ich ja leider keinen Tiefenlocker nehmen. Kannst ja einen Flug mieten und dann den Tiefenlocker verkaufen. Hast du einen, den du zu mieten hast? Also das müsste ich schauen. Ich meine schon. Ich habe hier so ein paar Sachen. Ja, ich hab sogar einen. Wenn du einen hast, welchen? Den, den 5-Star-Flug. Den 100, mit 150 PS? Ja, genau. Okay. Dann mache ich einen Termin beim Jürgen, dass er mir mal den großen Motor einbaut. Ja. Und dann, dann würde ich den Tiefenlocker nehmen von Kuhn. Ja. Und den Flug, den miete ich dann halt. Den kriege ich einfach von dir dann. Ja, kannst okay. Meine Wege auch kostenlos haben. Ja, gerne. Sag mal nicht nein, ne? Also okay. Kostenlos zu mieten. Nicht kaufen, nein, nein, will ich auch gar nicht. Alles gut. Okay. Oh, jetzt fällt. Oh, der Jürgen hat was vergessen, ey. Was hat er denn vergessen? Ich wollte noch so einen Wagenheber haben, dass ich meine Reifen wechseln kann. Hat er wieder mitgenommen. Okay, gut. Dann danke erstmal. Tschüss. Warte mal. Du kannst den Tiefenlocker schon bestellen. Ja. Ich komme dann abholen. Mhm. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo? Harry? Ja? Du hast vorhin probiert, mich anzurufen. Ja, ich hatte den Händler gebraucht. Ach so, ich dachte, du rufst bei mir an. Ja, tschö. Ein bisschen Geld. Ja, hallo? Jürgen. Ja? Was sitzt denn auf deinen Schultern? Auf meinen? Ja. Jo? Hm? Jo? Nichts? Ja, ein Kopf. Ah, bin ich mir nicht ganz so sicher. Warum? Na, wo hast du meinen Wagenheber hingestellt? Wolltest du ihn doch erstmal nicht.
Ja, ich wollte wissen, ob in der Scheune einer drin ist, aber da ist keiner drin. Ach so. Nee. Ja, dann brauche ich natürlich einen, wenn da keiner da ist. Ja, pünktlich gleich runter. Okay, kannst du mit Anhänger kommen? Groß, klein. Den Ding, für den, für die Freisichthaube, dass du die mitnimmst und da mal den größten Motor einbaust. Oh ja, kann ich machen. Also, dass du den einfach damit hochnimmst. Jo. Gut, danke. Ich bring dir dann gleich mal das Stroh hoch. Ja. Wo sollen das hin? Bei die Kühe kippen. In die Kühe rein gleich, ja, mach ich. Jo. Gut, tschö. Wenn was übrig bleibt. Ja. Hinten ist so ein Wassertank. Daneben ist leere Fläche an Wiese. Okay. Da einfach auf die Wiese kippen. Gut, mach ich. Okay, fangen wir dir. Ciao. Ciao. Warte mal. Den Wagenheber. Ja. Den Wagenheber vor die Scheune, wo die Freisichthaube steht. Gerade direkt in die Einfahrt rein. Ja. Jo, mach ich. Gut, danke. Tschüss. Ciao.